Es ist Donnerstag, 17 Uhr und 41 Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Ja, heute senden wir euch einen kleinen Neujahrsgruß, Weihnachtsgruß, wie ihr es haben wollt, und sprechen so ein bisschen darüber, wie das Podcastjahr für uns war und was euch 2024 so erwarten wird. Let's go! Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky. Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Wir reden hier normalerweise jede Woche über alles, was Hertha BSC betrifft. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzky. Ich grüße dich. Yes, in Person. Es ist so schön. Geil. Ja, oder? Freut mich. Es ist ja keine übliche Folge, wenn man so will. Nee. Handelsüblich. Genau, wir haben heute auch irgendwie gar keine Agenda oder sowas. Wir wollten euch einfach nochmal einen kleinen Weihnachtsgruß aufnehmen. Neujahrs zwischen den Jahren. Ist übrigens so eine Formulierung, die ich für absolut bescheuert halte. Zwischen den Jahren? Ja. Ist doch nicht zwischen den Jahren. Es ist zwischen den Feiertagen. Ja, aber es ist irgendwie, ja. Aber auch irgendwie nicht. Also ja. Es fühlt sich irgendwie so falsch an. Es ist, du hast recht, haben sich irgendwie alle so drauf geeinigt. Weiß ich nicht. Hinterfrage ich. Aber jedes Jahr hinterfrage ich das einmal kurz, aber dann denke ich mir, ach komm, es fühlt sich so falsch an, wie irgendwie, ne, man geht feiern, es ist 3 Uhr, man sieht sich am nächsten, man sieht sich dann nach dem Schlafen und sagt bis morgen. Das ist Quatsch. Ja, ist richtig. Ja. Ja. Wer da ganz korrekt sein will, sagt bis später, ne? So ist es. Sage ich eh meistens immer. Ja, wie schon gerade gesagt, lass uns mal ein bisschen Revue passieren, wie es so 2023 so, für uns gelaufen ist. Ich glaube, wir haben echt viel erlebt. Und ich kann ja mal ganz persönlich beginnen. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir verkündet haben, dass ich mich so ein bisschen rausziehe. Das ist eine gute Frage, aber es war schon ja relativ früh im Jahr, würde ich behaupten, oder? Ja, muss ja fast im Januar gewesen sein. Wann war die Folge mit Kai Bernstein? Boah, ich guck das mal auf. Die war ja wirklich sehr früh. Die war doch Anfang Januar, oder war die noch im Dezember 22? Nee. Die war im neuen Jahr. Ich glaube auch. Guck mal, wir sind schon vier völlig. Kai Bernstein, zack, es wird jetzt gegoogelt. Das muss, am 18.01. Okay, so. Genau. Und ja, und irgendwann hast du dann verkündet, dass du dich aus sehr freudigen Gründen, weil nur positiv, ein bisschen zurückziehen musst und ein bisschen anderen Fokus haben musst. Ja, dementsprechend kann man so zusammenfassen, also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube, ich hätte es einfach nicht geschafft, so vom Stresslevel her oder einfach so, um auch eine gewisse Qualität zu halten und das irgendwie, ja, also es wäre dann irgendwie so in Arbeit ausgeartet oder in etwas, was ich einfach nur noch erledige. Und keine Freude mehr daran habe. So. Und das sollte es ja nicht sein. Deswegen war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und ich freue mich einfach mega, dass das auch trotzdem so weitergelaufen ist. Einfach, also dass du das so gut hingekriegt hast mit dem Moderieren gleichzeitig, dass man da eine gute Balance gefunden hat, dass wir so viele Leute haben, die auch eingesprungen sind, weil es musste ja jetzt immer einer mehr noch mit reinkommen in die Folge. Aber ich mache mich mal hier ein bisschen leiser auf den Kopfhörern. Sonst habe ich später völlig, raste ich völlig aus. Also das freut mich sehr. Da bin ich halt am meisten glücklich drüber, fast. Ja, war schon eine neue Situation. Insofern, was mich natürlich erleichtert hat, war, dass du trotzdem weiterhin alles Technische übernommen hast. Denn ich habe mal, gut, das war dann auch mit Zeitdruck und so verbunden, aber ich habe ja mal eine Folge des Rasenfunks moderiert und produziert. Und ich war kein Mensch mehr. Das war natürlich auch mit diesem Druck, ne, anderes Format, eigene. Und man weiß ja auch, wie viele das hören beim Rasenfunk und so weiter. Und hatte da auch einen Crashkurs vom lieben Max damals bekommen und so. Und ja, ich war komplett durch. So, das heißt, das Technische liegt mir meistens nicht so. Deswegen war ich da total erleichtert. Aber klar war es für mich, das werden die Leute bestimmt auch gehört haben, eine Umgewöhnung vom einfach nur Experten-Dasein, wenn man das so nennen will. Also ich habe einfach immer so meine Einordnung abgegeben, meine Meinung und so weiter, aber ich habe nicht durch die Folge geführt. Natürlich moderiert man mit all der Erfahrung immer ein bisschen mit. Es war dann auch ein gemeinsames Ding und trotzdem warst du der Moderator der Sendung. Ja. So. Und dem
zu entsprechen und gleichzeitig aber trotzdem zu versuchen, weiterhin alles Inhaltliche, was man in so eine Folge packen will, auch reinzutun, war schon eine Herausforderung. Zum einen beides gleich gut zu machen und zum anderen genug Raum für alle anderen zu lassen. Wenn man schon moderiert und selber noch was beitragen möchte, dann kann es natürlich schnell in Monologisieren enden. Ja. Und das ist bestimmt auch mal passiert, sicherlich. Aber da haben wir auch Feedback, nennt man das nicht so, Feedback-Schleifen gehabt. Ja. Also der Transparenz wegen, also ich gebe dann auch immer nach jeder Folge oder nicht nach jeder Folge, aber nach vielen Folgen gebe ich auch mal Feedback und sage, hey, hat mir gut gefallen, meistens hat es mir sehr gut gefallen, und gebe dann noch so 2-3 kleine Eindrücke mit oder so, so dass wir da auch kontinuierlich irgendwie nicht versuchen, uns da immer nur den Bauch zu pinseln, sondern weiß nicht, wenn Gäste da sind und wenn man irgendwie das Gefühl hatte, da hätte man die vielleicht noch ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen können oder so, dass man sowas dann auch als Feedback gibt. Das finde ich einfach wichtig und auch richtig. Und da werden wir immer besser, aber ey, weil wir auch manchmal, und das sind wirklich die wenigsten Kommentare, aber dann auch so Kommentare in die Richtung kriegen, so von wegen, das war irgendwie jetzt keine Struktur oder das war zu krasser Monolog oder so. Ey, wir haben das alle nicht gelernt. Wir machen das irgendwie alle so aus Jux und Dollerei. Wir versuchen da und immer besser zu werden, seht uns einfach ein bisschen nach. Und wenn ihr konstruktive Kritik habt, immer gerne, ne? Aber irgendwie hat mir gar nicht gefallen, fand ich scheiße, bringt uns halt auch nichts, ne? Also dann lieber irgendwie sagen, hey, wie hättet ihr es denn besser gefunden? Dann hilft's uns am Ende. Und dann gleichzeitig würde ich eben doch behaupten, dass das alles immer besser wurde mit der Zeit. Und du hast die anderen ja schon angesprochen, das war sicherlich auch ein Jahr, wo viele von unseren, aus unserer Crew irgendwie auch nochmal einen krassen Schritt nach vorne gemacht haben, präsenter geworden sind, vielleicht erst dazugekommen sind. Also so Namen wie Benny. Alleine Puma. Benny, der jetzt eine Folge selber moderieren musste, wie krass, dass er das auch gemacht hat, fand ich mega geil, dass das trotzdem funktioniert hat. Du krank, ich krank, ich konnte nicht. Ich hatte Corona, Genau, du hattest Corona, ich konnte nicht. Oder wie Benny gesagt hat, er hat sich eine Krankheit in Berlin eingefangen, wo ich wirklich dachte, also das kommt mir auch nicht zugute, die Formulierung. Ja, Feierabend im KitKat, wie es halt beim RBB so ist, aber man hat sich an so viele Namen und Gesichter jetzt irgendwie schon gewöhnt, ja. Auch Marco, ne, total, der ist ja cool. Dieses Jahr erst so richtig dazugekommen, ja, wenn man so will. Tatsächlich, ne? Also als Podcast, er war ja vorher dann schon, zum Ende des Jahres kam er ja dann als Video-Cutter und so weiter hinzu, aber das selber im Podcast auftauchen, das war ja neu dieses Jahr. Und andere waren ja schon dabei, aber sind vielleicht auch präsenter geworden und so. Und dass sich das so einspielt, dass man so eine hohe Grundqualität hat, dass man sich auf die Leute verlassen kann und dass man immer wieder ein Endprodukt abliefert mit den Folgen, wo so viele Leute sagen, das versüßt denen die Woche, den Wochenstart, das ist fast schon was Religiöses, dass man das jede Woche hat, so Tradition und ne, dass das für die sowas ist. Das haben wir ja auch. Und das für andere zu sein, finde ich immer wieder beachtlich. Und das war jetzt, ich war am 23. in den Borsighain. Mhm. In Tegel. Letzte Weihnachtsbesorgung mit meinen Brüdern gemacht. Und dann hat jemand zu mir Blickkontakt aufgebaut und mich dann so quasi angehalten. Und auf so eine süße und respektvolle Art und Weise sich für diesen Podcast bedankt, dass er alles gucken würde, alles schauen würde und dass ich das bestimmt oft hören würde, aber alles mega und tatsächlich hören wir das nicht so oft. So oft ist es jetzt nicht, aber trotzdem, also das hat mich so gefreut. Das war so, du wirst es ja dann jetzt wahrscheinlich hören oder sehen, sei lieb gegrüßt, das hat mir echt den Tag versüßt und dass man das für andere Personen ist, ist extrem schön und da war 23 als Jahr eine weitere Bestätigung, glaube ich, dass das so ist, auch auf der Mitgliederversammlung und Co. kriegt man das ja mit. Und ich glaube, dass das für den Podcast auch mit dem Videocontent und so weiter schon ein Jahr war, wo wir uns bewusst auch weiterentwickeln wollten. Ja, genau. Und einfach da so in den Workflow reinzukriegen, dass das jetzt auch eine Selbstverständlichkeit ist, ne? Und also es ist jetzt eine Selbstverständlichkeit geworden, dass wir das jetzt irgendwie alles mit Video produzieren, aber alles, was dahinter steht, ne, gerade der Aufwand mit Marco und so und auch die Abstimmung, dass da so ein Workflow reingekommen ist, das ist vielleicht, finde ich, schon nicht mehr selbstverständlich oder das ist einfach eine krasse Sache, dass wir das so hinbekommen haben und so kontinuierlich jetzt auch durchgezogen haben. Absolut. Das ist richtig schön und ist, glaube ich, für euch da draußen super cool und jetzt auch gerade, weil wir es vorhin schon angesprochen haben, ein großes Highlight dieses Jahr war sicherlich die Folge mit Kai.
zu Anfang des Jahres, die fühlt auch sich schon nicht so an, als wäre es dieses Jahr gewesen, oder? Nein, es war sehr am Anfang. Ja, trotzdem, aber es ist irgendwie... Ja, das war schon ein großes Highlight, fand ich, da bei ihm in der Firma das aufzunehmen. Und das kam ja schon sehr, sehr gut an bei euch da draußen. Zweites Highlight war sicherlich dann auch die Folge mit Benny Weber. Absolut. Also, oder das Highlight des Jahres. Also wir kriegen ja auch mal ein bisschen die Statistiken. Ne? Das ist also, das sind jetzt schon, keine Ahnung, 10.000 Aufrufe auf Spotify, über 10.000 Aufrufe auf Spotify oder also auf YouTube ja auch und so weiter. Das ist schon krass. Sascha Bigalke hatten wir im Podcast. War auch super. Ich weiß nicht, ich krieg da auch gar nicht mehr alles zusammen. Also wie gesagt, wir haben uns jetzt nicht groß darauf vorbereitet. Nee, wir wollten einfach nur so ein bisschen zurückblicken und vorausblicken, das kommt gleich, aber ja, diese Benny Weber-Folge war so schon ein Meilenstein und das nicht nur, weil es Benny Weber ist und nicht nur, wie es inhaltlich war, sondern eben auch in der reinen Produktion, wenn du überlegst, was Marco da für einen Trailer raushaut und wie die Videoqualität ist, weil Marco sich da sonst was für eine Kamera ausgeliehen hat und Schnitt und alles Mögliche, das, ich muss ja sagen, das bedeutet mir persönlich auch sehr viel, weil Hertha Base schon immer ja eine Spielwiese irgendwie für mich war. Ich habe irgendwann entdeckt, ey, dieses Journalismus-Mediending, das möchte ich machen. Und was da noch folgt und wie Hertha Base, was für eine Rolle Hertha Base da spielt, dazu kommen wir vielleicht gleich, wenn wir auf 2024 blicken, aber für mich war Hertha Base schon immer so eine Spielwiese, wo man Dinge ausprobieren konnte, wo man schauen konnte, wie funktionieren Sachen und das in Eigenregie mit euch allen logischerweise hinbekommen zu haben und jetzt an dem Punkt zu sein, wo man ist, das ist einfach krass. So, ja. Und das bedeutet mir wahnsinnig viel und das geht im Alltagsstress natürlich mal unter und so, aber jede Folge ist eigentlich ein Privileg dahingehend, was für Feedback man bekommt, wie worüber man da so reden kann und wie viele Leute das für sich aufnehmen. Und wie gesagt, da war Benny Weber einfach ein Meilenstein, wenn man dann auf die Geschäftsstelle kommt. Und da erkennen auch Leute. Und das ist schon cool. Ja. Und also auch da muss man auch einfach mal auch Danke an Hertha BSC sagen, weil die haben sich auch gegenüber uns so geöffnet, dass wir sowas auch machen können. Ne? Also es war gar kein Problem, dieses Gespräch mit Benny Weber in die Wege zu leiten, weil die wussten, welchen Content wir machen, die wussten, wie wir das vorbereiten. Natürlich wussten es auch von der Folge mit Kai und so. Da gibt's aber auch genug Leute, die irgendwie diesen Podcast hören und die sagen, hey, das mit denen kann man das machen. Und die uns halt auch ernst nehmen. Genau, und da muss man einfach mal Danke sagen, weil das ist nicht Selbstverständliches. Und ich glaube, wir haben da ein gesundes Verhältnis, wo wir kritisch sein dürfen, wo man auch mal auch nicht immer irgendwie super korrekt sein muss und das wird einem dann sofort irgendwie, sind wir ja meistens eh. Ne? Ja, aber ich habe ja auch nochmal, um da reinzugehen, ich habe ja auch diese Doppelrolle und ich habe nicht das Gefühl, mich für den Podcast in irgendeiner Weise quasi verstellen zu müssen oder andersrum. Also ich glaube, dass ich hinterfrage mich ja fast täglich mit dieser Rolle als, ja, ich weiß, ich kann es hier nochmal sagen, ja, Hertha ist mein Verein, so, das ist so. Aber gleichzeitig berichte ich über den journalistisch. Und jetzt könnten Leute sagen, das beißt sich oder so. Aber wer meine Artikel liest oder so, ich glaube, das beißt sich nicht. Und das zeigt sich auch in diesem Podcast, dass ich glaube, beides miteinander vereinen zu können. Und dass Hertha das für sich auch so annimmt und das auch so akzeptiert und respektiert, das zeigt sich schon. Und ich finde, dass da 23 auch ein besonderes Jahr war, weil du gesagt hast, dass Hertha sich da so auch für uns geöffnet hat und auch für andere. Ich glaube, der Wandel, der bei Hertha stattgefunden hat, der Kulturwandel insgesamt in diesem Jahr, in den letzten anderthalb Jahren, den spüren wir ja selber. Ey, wie bei Hertha gearbeitet wird, wie erreichbar sie sind, wie menschlich der Kontakt ist, das hat sich merklich verändert und daraus entspringen dann Folgen wie mit Weber und Co. Genau. Und da sind ja auch noch andere Dinge denkbar. Ja, also genau. Ja. Kommen wir ja gleich noch zu. Mhm. Ja, also wie gesagt, das ist erstmal schön, dass das alles so möglich ist. Ja, und dann natürlich, kann man ja nicht anders sagen, auch einfach vielen, vielen, vielen Dank an diese krasse, coole Hörerschaft da draußen. Ja. Also es ist einfach
wie du schon sagst, ne, Leute sprechen einen an. Ich hatte jetzt auch mit zwei oder mit einer Hörerin, einem Hörer, die Volunteers immer auch bei den Hertha-Frauen sind, irgendwie haben wir uns öfter gesehen, weil wir dann immer da, die haben Dienst und ich habe da auch Dienst, spiele ein bisschen Musik ab und laber dann auch ins Mikrofon, aber ja. genau, aber es ist einfach so nett und man hat so das Gefühl, ja auch auf dem Discord-Server und so, das sind alles coole Leute, die wirklich einfach Lust haben, sich konstruktiv und gesittet irgendwie über Hertha auszutauschen und nicht irgendwie nur zu schimpfen irgendwelche Populismus ins Netz zu blasen, sondern einfach sich cool damit auseinanderzusetzen. Das sehen wir überall in den ganzen Kommentaren. Wir können euch leider nicht antworten bei Spotify. Da kriegen wir auch immer Antworten. Da können wir euch leider nicht zurückschreiben. Also das seht uns bitte nach. Ja, aber auch da. Aber wir lesen's. Genau, wir lesen's. Aber ja, also überall kriegen wir eigentlich zu 99,5% echt coole, respektvolle Nachrichten. Und das macht mich ganz glücklich, weil ich hätte, glaube ich, keinen Bock, mich ständig mit irgendwelchen Trolls oder so auseinandersetzen zu müssen. Voll. Also da geht großer Dank an euch da draußen. Was natürlich ein weiteres Highlight war, was wir jetzt gar nicht so groß erwähnt haben, aber wenn du die Community ansprichst, war unsere erste Saisonspende, Jahr abgegangen ist, richtig, mit 1.500 Euro, die wir an drei wohltätige Zwecke gleich aufgeteilt gespendet haben. Falls die Leute jetzt zum ersten Mal zugucken oder es nicht mitbekommen haben, wir haben das letzte Saison zum ersten Mal ins Leben gerufen, die quasi Saisonwette, dass Leute Wetten auf gewisse Ereignisse oder ähnliches in der Saison abschließen können. Hertha wird Meister, Fabian Rehse schießt 24 Tore oder was auch immer, oder ich spende für jedes Tor von was auch immer, irgendwelche Ereignisse. Und daraus hat unser Schatzmeister Flixius, Grüße gehen raus, unglaubliches Engagement auch da. Ne? Ja. Macht er einfach so, cool. Sammelt das, trackt das und daraus hat sich diese Summe ergeben und dieses Jahr sammeln wir ja auch und mit Spenden, die teilweise nicht rechtzeitig überwiesen werden konnten oder so weiter, haben wir jetzt schon wieder, glaube ich, 1.300 Euro zusammen nach der Hinrunde. Und cool, dass wir auch sowas mit der Community auf die Beine stellen können. Und dass das halt über den Hertha-Base-Kosmos hinausgeht, nämlich weil es geht an gute Zwecke, das ist krass schön. Das ist fast schon berührend, würde ich behaupten. Und ja. Ja. Ja, aber dann lass uns mal gar nicht so viel in 23 bleiben, weil wir wollten das jetzt auch echt kurz halten heute. Lass uns mal ein bisschen auf 2024 blicken. Auch da kann ich, glaube ich, verraten, wir haben jetzt hier gerade, weiß ich nicht, 2-3 Stunden zusammengesessen und haben unseren GbR-Vertrag endlich aufgesetzt. da nochmal, wie war sein Vorname? Volker. Volker, bester Mann. Genau. Besten Dank nochmal dafür die Unterstützung, als wir den Aufruf gemacht haben, ob uns da jemand irgendwie helfen kann. Der sich damit auskennt, genau, da war er am Start. Da war er am Start und wir hatten einen Call und das hat uns wirklich sehr geholfen. Wir haben jetzt das Muster, was er uns dazu geschickt hat, nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. Und ja, werden ab 1.1.2024 eine GbR sein. Ja, theoretisch schon, rückwirkend, je nachdem, wie schnell sich das Finanzamt dann auch meldet. Ja, genau. Also Stichtag ist der erste, richtig. Genau. Und damit geht sehr viel einher. Genau, so. Damit geht zum einen einher, dass wir dann eine Rechtsform haben, was uns ermöglicht, die Einnahmen, die wir jetzt schon durch YouTube generieren, ne, wenn ihr kein Premium-YouTube habt, holt euch YouTube Premium, wenn ihr viel YouTube guckt. Es ist einfach, es hat mein Leben verändert. Also ich gucke sehr gerne die 17. Werbung hintereinander. Ey, es ist so geil, wirklich. Es lohnt sich so krass. Was hast du's? Ich habe das, und es ist, ich will das nie wieder nicht haben. Wie viel kostet's? Ich glaube 12 Euro. Es ist, ey, aber ich sag dir, aber nur dafür, dass du keine Werbung hast. Mehr nicht. Aber du kannst ja doch, es ist manchmal ein bisschen Werbung. deine Einstellungen gehen nicht immer flöten, sondern weil zum Beispiel, sagen wir mal, du guckst was auf erhöhter Geschwindigkeit oder so, beim nächsten Video ist das auch so. Device übergreifend poppt dann das Video, was du gerade auf dem Laptop angesehen hast, poppt dann auf dem Handy auf und du musst es nicht nochmal raussuchen. Und ey, allein dass die Werbung weg ist, ist so eine Zeitersparnis in deinem Leben. Für ein Feature, dass du... Und du kannst den Bildschirm dunkel machen, kannst quasi Podcasts, die nur auf YouTube erscheinen, kannst du sozusagen hören. Es ist einfach nur geil, Leute. Also ich bin noch nicht komplett hooked, aber ich schau mir das mal weiter an. Mach mal ein Probeabo. Ja. Da gibt's ja auch. Ich vergesse das, Luca. Und es ist. Ich sehe das jetzt schon. Ja, du wirst es nicht mehr wissen wollen. Egal. Aber gut. Genau. Da die Einnahmen
dass wir die mal jetzt rausziehen können, das haben wir auch schon mal gesagt, das ist noch nicht die Welt, aber es finanziert vielleicht mal so ein Server oder so ein WordPress oder was wir da so alles an Kosten haben. Ne? Wir werden einen Patreon einrichten, wo dazu vielleicht noch ein, zwei Worte auch, weil ich das gar nicht so beiläufig, also kann man so und so sehen. Man kann es auch beiläufig erwähnen, so von wegen, ey, wir haben jetzt Patreon unterstützt und viel Spaß. Nee, ich wollte ja gerade noch was dazu sagen. Nein, okay, dann war ich der Toni Leisner, der zu früh in die Grätsche geht. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, wir wollen ein Patreon einrichten, wo ihr dann wenn ihr das möchtet, uns Spenden endlich mal hinterlassen könnt, weil uns, endlich? Naja, nee, also es haben uns einfach schon häufig mal Leute gefragt, so ey, wo kann man denn mal bei euch irgendwie was hinterlassen, so ich würde mich gerne irgendwie finanziell auch mal erkenntlich zeigen, weil es ist halt einfach so, dass wir Kosten haben, ne? Die ganze Technik, alles, was ihr hier nicht im Hintergrund seht, Softboxen, Kameras, blablabla, das kostet ja alles Kohle, was wir gerade irgendwie aus unseren eigenen Geldern finanzieren und wo wir jetzt einfach mal zu dem Punkt hinkommen wollen, dass wir das erstmal auf Null setzen und dann vielleicht irgendwann mal so weit uns aufstellen können, auch finanziell, dass vielleicht Marc, der noch, also auch inhaltlich noch viel mehr Aufwand da betreibt, dass der vielleicht dann einfach auch mal davon sich ein bisschen was für sein Leben abzwacken kann. So, und weil einfach da schon viele Leute mal nachgefragt haben, hey, wie kann man euch denn was spenden? Patreon ist da einfach so die Adresse. Es gibt noch ein paar so andere Sachen, so Steady HQ und solche Geschichten. Ja, das gucken wir dann mal. Genau. Aber Patreon wäre so mal das Erste, wo ihr, wenn ihr Bock habt, sagen könnt, hey, 50 Cent im Monat, kriegt Hertha Base. So. Wir machen, normalerweise ist das so gestaltet, dass man dann irgendwie so Pledges oder so Goals noch hat, so ab 10 Euro kriegst du im Jahr ein T-Shirt. Irgendwelche oder Zusatzinhalte. Aber das machen wir nicht. Also nein. Es bleibt alles weiterhin for free, es gibt keine Goals oder irgendwas. Und zwar ganz wichtig, eben keine Bezahlschranken einzufinden. Wir wollten niemanden von unseren Inhalten exkludieren, quasi ausschließen. Weil es einfach auch nicht sonderlich sexy irgendwie ist und wir das einfach nicht wollen. Genau, so. Und jeder, der das machen will, kann es machen. Genau, es ist auf völlig freiwilliger Basis. Das hat auch den Hintergrund, dass man sagen kann, warum bezahle ich für den Scheiß überhaupt so? Ja, du machst das freiwillig. Also wir wollen uns ja unabhängig davon machen, wie gewisse Leute was sehen. Und wenn sie dann für extra Inhalte zum Beispiel zahlen würden, hätten sie einen gewissen Anspruch und auch einen gewissen vielleicht Gestaltungswillen oder was auch immer. Ja. Davon wollen wir uns natürlich freimachen. Wir wollen das machen, was wir schon immer machen und vielleicht mit dem Geld irgendwann auch mehr. Das kann ja sein, dass das auch den Content noch verbessert, weil man mehr Zeit gewinnt oder was auch immer. Klar. Aber alles darüber hinaus ist freiwillig und mal gucken, wo das hinführt. Wir können uns im Voraus jetzt schon mal nur bedanken, wenn Leute sagen, das ist mir das und das wert. Wir gehen darauf auch noch mal dezidierter ein, wenn Absolut. Es dann soweit ist. Ne, das ist in Vorbereitung. Der Account steht schon. Wir brauchen erstmal diese Rechtsform und ein Konto und so. Ne? Aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt, dass wir da was planen, dass wir das jetzt aber nicht einfach so machen und dann für selbstverständlich erachten oder so, um Gottes Willen. Im Gegenteil. Genau. Ja, und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Dasselbe gilt dann auch für irgendwie Twitch Abonnements und so. Richtig. Das sind ja mehrere Säulen, genau, wenn man so will. Das ist dann im Endeffekt auch so eine Sache. Und das ist quasi alles gebunden an diese GbR. Richtig. Dass das auch alles sauber läuft. Und jetzt könnte man fragen, naja, warum macht das Marc zum Beispiel nicht alleine oder so? Das würde auch gehen. Wir wollen das auf jeden Fall zusammen machen. Exakt. Weil es einfach immer besser ist, wenn zwei Leute mal drauf gucken. Und wir haben ja, wie gesagt, noch einen Haufen Leute, die jetzt auch im Podcast auch öfter dabei sind und auch früher mal noch bei Hertha Base aktiver mit dabei waren, mit Schreiben und sowas, die auch immer noch Feedback geben, immer noch Ideen reingeben. Und das war immer ein Teamprojekt. Genau. Immer. Und deswegen ist es einfach schöner, wenn man das auch zu zweit macht und dann in so eine Rechtsform gießt. Habe ich auch extrem Bock drauf. Voll. Was passiert noch? Können wir irgendwas ankündigen für Januar? Ich würde es noch nicht machen. Das Einzige, was ich ankündigen würde, ist, dass ich bei einem FM-Streamer-Turnier eingeladen bin. Das ist ganz, ganz lustig. Die Leute, die es ja verfolgen, wissen, dass wir auf Twitch ein Teil des Twitch-Streams ist immer die Hertha-Karriere im Football Manager. Super, habe ich gehört. Wir kriegen die Kurve. Anfangs Delle ist drin, aber kennt man ja bei Hertha. Dazu könnt ihr auch die Highlights
von Konstantin Geschnitten auf YouTube gucken. Ja, das muss man auch sagen. Ey, auch großes Highlight in 23, Konsti haben wir gar nicht erwähnt. Sorry. Das wäre dann quasi wahrscheinlich ein Highlight gewesen, was ich 2024 auf jeden Fall erwähnt hätte, weil sich das jetzt gerade einspielt. Genau, genau, ist ja noch sehr frisch. Genau, aber da die Highlights vom Football Manager und auch von den Streams, große Klasse. Cool. Voll. Ich finde das sehr heutzutage auch mit diesem ganzen Second Screen und so. Es ist einfach eine gute Unterhaltung, finde ich. Und für die Leute, die es verpasst haben oder so, gerne vorbeischauen auf unserem YouTube-Kanal. Man merkt ja auch, dass es angenommen wird. Ja. Aber auf jeden Fall hat mich FM2er-Kette, das ist so, ich würde behaupten, der größte deutsche FM-Streamer, gefragt, weil wir zusammen schon mal bei einem Kicker-Talk waren und so, also man kennt sich so ein bisschen, ob ich am 6. Januar, das ist ein Sonntag, muss das sein, um 19 Uhr bei einem Streamer-Turnier mitmachen will, was, wie auch immer das dann ablaufen wird. Oder 6. Januar, ist es nicht ein Samstag? Ist das ein Samstag? Ich guck mal. Es kann auch sein, auf jeden Fall ist es an einem Wochenendstag. Ist ein Samstag. Ist ein Samstag, okay. Ist ein Samstag, ja, wie genau das ablaufen wird, man sehen, wir werden es aber natürlich auch streamen und dann schaut ihr einfach vorbei. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Das ist jetzt für Januar. Alles Weitere würden wir noch unter Verschluss halten. Ich glaube, wenn wir über die großen Ziele 2024 reden, dann ist selbstverständlich die Live-Folge, wo wir uns jetzt auch noch mal verstärkt drum kümmern müssen, werden wollen. Also wir haben besprochen gerade, dass wir es auf jeden Fall zum Saisonabschluss machen wollen. Ja. Also im Sommer dann, weil dann haben wir noch genügend Vorlauf. Und es ist irgendwie ein gutes Ereignis dafür, die Saison zusammen ausklingen zu lassen. Wir gehen da jetzt intensiv ran. Wir kümmern uns jetzt darum, dass das endlich mal stattfindet. Alles andere sind so kleine Sachen, die ihr hier und da mal sehen werdet. Wir werden irgendwie andere Thumbnails machen. Wir werden mal hier irgendwie was optimieren und da mal was schöner machen. Mhm. Das sind so kleine Dinge. Aber erstmal mit dem, was wir jetzt so Ende des Jahres 23 begonnen haben, also gerade die Twitch-Sachen, die YouTube-Sachen, dass wir das da nochmal eine Regelmäßigkeit reinkriegen und dann, wie gesagt, auch das Ganze mal auf finanziell gesunde Beine stellen, so als eigenes Projekt und dann nicht immer selber Geld reinschießen müssen, was uns dann natürlich auch wieder befähigt, andere Dinge zu machen. Ne? Also wenn ich allein jetzt mal, blödes Beispiel, wenn ich allein jetzt mal drüber nachdenke, mit meiner ganzen Technik irgendwie zu Hertha zu fahren, wo man ein Interview mit irgendjemandem macht, dann nehme ich mir halt einfach mal das scheiß Miles. Yes, exakt. Und wenn man das ist dann einfach, die Hürde wird dann einfach noch geringer. Genau. So. Die Hürde wird geringer, noch mehr guten Content zu machen oder guten Content in einer höheren Frequenz, je nachdem. Und ich glaube, davon wird 2024 gezeichnet sein, dass wir die Dinge, die wir jetzt angestoßen haben, noch weiter verbessern, noch öfter machen. Wie gesagt, Live-Event wäre die große Neuheit, sage ich mal. Und da wäre, ich habe ja jetzt schon Bock drauf. So. Ja. Also muss ich echt sagen, das wäre fantastisch, wenn das klappt. Ich bin mir sicher, dass das klappt, aber alle Eventualitäten muss man da ja nochmal gucken. Nee, das, 2024 wird ein spannendes Jahr. Ich ziehe in einem Monat um Gottes Willen. Ja, also das steht auch noch an und so. Es ist nicht Berlin, Freunde, beruhigt euch. Wird ja auch immer mal wieder gefragt. Ich freue mich auf das Jahr, wirklich. Und das liegt auch viel an Hertha BSC. Ja. Muss ich sagen. Ja, also, und es ist auch jetzt ja auch gerade mit Hertha so eine Situation, wo man nicht immer über die nächste Bombe reden muss. Also das hat natürlich den Klicks teilweise gut getan. Ja, aber das ist ja auch was, wo, sagen wir mal, wo wir uns auch nicht so wahnsinnig drüber definieren. Also glaube ich. Also sonst würden wir, glaube ich, Dinge ganz über Inhalt, so würde ich behaupten. Sonst würden wir Dinge manchmal ganz schön anders machen. Trotzdem hat man gesehen, bei so einem Klinsmann waren natürlich die Kurven relativ weit oben. Windhorst. Ja, aber trotzdem finde ich es schön, und das wollte ich eigentlich sagen, dass man jetzt mal Sachen planen kann oder mal über positivere Dinge reden kann, als noch in der Vergangenheit und nicht immer die ganze Zeit im Krisenmodus ist. Voll. Das ist echt schön. Und ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich wollte noch iTunes-Rezensionen vorlesen, beziehungsweise am 1.11. hat Berliner Original 41 uns eine Rezension hinterlassen und am 30.11. war Artinho 04 dabei. Mhm. Vielen Dank dafür. Könnt ihr immerhin weiter gerne machen. 276 Bewertungen haben wir schon auf iTunes. Könnt ihr auch bei Spotify machen. Könnt auch bei Spotify die Bewertung abgehen, ganz genau. Das ist
immer gern gesehen, hilft den Algorithmen. Ihr kennt ja das Spiel heutzutage. Absolut. Kommt auch gerne in unsere Discord-Community. Auch da haben wir gerade noch mal so ein bisschen gesprochen und haben so überlegt, müssen wir da eigentlich irgendwas machen? Ey, nee, die Leute sind alle so cool. Das Voll. Läuft alles. Das regelt sich auch selber so gut. Also auch da untereinander. Mhm. Das ist super nett. Ich, ey, wirklich Schande auf mein Haupt. Ich gucke da viel zu wenig rein. Also dafür, dass ich darüber immer so positiv rede, bin ich da viel zu wenig aktiv und auch passiv aktiv. Also ich lese auch einfach viel zu wenig. Aber es liegt einfach an meiner Zeit. Ich habe einfach so super wenig Zeit. Und da fällt das hinten runter. Ich sag mal, guter Neujahrsvorsatz. Ich gucke da nächstes Jahr mehr rein. Alles, ja. Aber ich habe da ein Auge drauf. Manchmal auch zwei. Und, ach, coole Community. So der Kern ja auch unserer Community. Also die da sind, die meinen es ernst so. Ja, Mann. Und cooler Haufen. Und macht viel Spaß. Und da wären es nicht nur so, ne, also ich freue mich über jeden Kommentar auf YouTube und Co., aber da kriegt man noch mehr, das menschelt noch mehr, ja. Logischerweise. Safe. In so einem fast schon täglichen Kontakt. Ist jetzt auch nicht so, dass ich da mich an jeder Diskussion beteilige, aber ich halte Ordnung, lese und ab und zu schreibe ich auch was und ist eine schöne Sache. Dann Instagram auf jeden Fall auschecken. Wenn Grüße an Tamina. Genau, Tamina, vielen, vielen Dank auch für die ganze Arbeit im Hintergrund. Alles, was ihr so grafisch seht, hauptsächlich ist von ihr. Das macht sie alles auch einfach immer so und immer so schnell. Und zuverlässig, schnell, qualitativ gut. Ich hab da voll geil. Fabian Rehse. Das von Hertha Base liefert einfach immer ab. Ja, also das ist sehr, sehr geil. Also da guckt auch gerne mal vorbei. Da wollen wir auch ein bisschen was 2024 noch ändern, noch schicker machen. TikTok, weiß nicht, wir beide nehmen wir so als Mittel zum Zweck. Ne? Die Plattform ist riesig. Ich finde, sie ist sehr kritisch zu betrachten unter vielen Gesichtspunkten. Am liebsten würde ich es nicht bespielen, bin ich ganz ehrlich. Dennoch sehe ich, dass da viele Leute unterwegs sind und bevor sie irgendwelchen anderen Hertha-Erzählereien glauben, sollten sie lieber unseren glauben. Nee, aber ich glaube, der entscheidende Punkt bei TikTok zum Beispiel ist, wir bespielen die Plattform, ohne uns zu verbiegen. Ja. Denn wir schneiden ja auch aus unserem Podcast Reels, Shorts, man kann sie nennen, wie man will, die kleinen Clips. Ja. So. Und das entsteht ja aber in unserem Podcast, wo wir uns pudelwohl fühlen und wir schneiden das auch nicht um das möglichst wie heißt es? Reißerisch? Ja. Ja. Oder likes haschend oder so, was meinst du? Irgendeine Mischung daraus. Okay. So machen wir es ja nicht, sondern ne, das bleibt ja beim selben Inhalt und dementsprechend verbiegen wir uns nicht für diese Plattform und wenn Leute das dann cool finden, cool und wenn nicht, wenn es ein Reel untergeht oder ein TikTok, also, dann ist es so. Genau, also wir nutzen es so ein bisschen als Marketingplattform, da erwartet bitte wirklich auch nicht mehr von uns da, wir packen da diese Schnitzel. Ich gehe dabei schon live in diesem TikTok, wo man mir dann so einen Cowboy-Hut aufsetzen kann für 2 €. Ja, da sehe ich mich. Genau. Da machen wir, das nutzen wir so ein bisschen als Marketing, dass Leute, die uns vielleicht noch nicht kennen und da aber unsere Inhalte reingespült kriegen, dass sie dann vielleicht auch auf unseren Podcast aufmerksam werden und sich dann auch die gesamten Inhalte geben, weil auch vieles, was da erzählt wird, benötigt ja auch manchmal ein bisschen Einordnung. Ansonsten natürlich auch immer noch der Hinweis auf unsere Mailadresse, mail@herterbase.de. Schreibt uns da gerne, auch da seht's uns nach, wenn wir nicht irgendwie sofort antworten oder wenn ihr mal ein bisschen auf eine Antwort, auf eine Mail warten müsst. Manchmal geht das einfach unter. Das hat einfach, sagen wir mal, in unserem Leben nicht die höchste Prio. Da bin ich auch ganz ehrlich. Das gucken wir halt einfach je nachdem, was es ist. Wir antworten euch. Vielleicht antworten wir euch auch gar nicht, wenn es irgendwie Dinge sind, die mal gesagt werden mussten und dann ist auch gut. Genau, also auch da, wir lesen alles. Und wenn ihr euch zum Beispiel über Schiedsrichteraktion XY aufregt, wir lesen das, wir nehmen das auch teilweise bestimmt auch inhaltlich dann in irgendeiner Art und Weise mit, wenn es irgendein interessanter Hinweis ist oder es hat sich vielleicht schon überholt oder so, aber hört nicht auf, da uns zu schreiben. Und wie gesagt, vielleicht, wenn ihr es nicht so einfach in den Äther blasen wollt und es kommt nichts zurück, dann Discord. Genau. Haut da quasi eure Mail raus und ihr kriegt 17 Antworten, wie die Leute es sehen. Ja. Das vielleicht ist das der richtige Hinweis auch. Und ja, wie gesagt, also vielleicht entwickelt sich das ja mit Patreon und so weiter so gut. Das ist eine Art Arbeit, das ist quasi Arbeitstage
nur für Hertha Base geben kann, dann kann dass man das für sagen, sich rechtfertigen kann. Der Freitag und dann antwortet, ist Hertha Base Antworttag. So dann. Ungefähr. Dann kann man das eher für sich rechtfertigen. Dann kann man dafür Zeit freischaufeln. Wäre das größte Privileg für mich, wenn ich das in irgendeiner Weise ein Stück weit auch meinen Job nennen könnte. Stell dir das vor. Ach, das wäre Wahnsinn. Und dann könnten solche Prozesse auch nochmal verbessert werden. Aber läuft hier insgesamt, glaube ich. Und ich habe jetzt Marc Zugang gegeben zu unserem WhatsApp. So. Er ist jetzt auch endlich an. Kann ich ja richtig Quatsch machen. Genau. Nee, also es war vorher so, dass immer nur eine Person den WhatsApp-Kanal bespielen konnte. Jetzt konnte ich auch endlich Marc dazu befähigen. Er hat mir sonst manchmal einfach die Inhalte rübergespült. Ich habe es dann kopiert und da rein. Das ist auch irgendwie Quark gewesen. Also guckt da auch gerne rein, wenn ihr dessen nicht überdrüssig seid. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch bei Hertha zum Beispiel im WhatsApp-Kanal und noch irgendwo anders, weiß gar nicht noch. Ich bin bei Elf Freunde. Elf Freunde mich auch noch. Grüße gehen raus an Luis. Genau, Grüße gehen raus. Aber das Problem ist so ein bisschen, ich lese das auch manchmal nicht alles. Ist ja auch nicht schlimm. Also man muss ja auch für sich, ne, also ich glaube, wie soll man es nennen, Internethygiene. Ja. So ein bisschen für sich gucken, was ist relevant und nicht. Und ich glaube, der WhatsApp-Kanal war ja auch ein Stück weit eine Reaktion darauf. Jetzt kann man sagen, wechselt man da nicht von einem bösen Unternehmen zum nächsten und so, klar. Aber wir wissen auch noch nicht so genau, wie sich diese ganze Twitter-Geschichte weiterentwickelt und sich davon ein Stück weit unabhängiger zu machen mit eigenen Kanälen auf anderen Plattformen. Ist nicht so schlecht, aber keine Sorge. Ich glaube, keiner von uns wechselt jetzt so schnell auf Threads. Also wenn ich da reingucke, das ist ja auch die Hölle schon. Mann, wieder. Also das ist gerade so eine Marktsituation, da bin ich einfach nur noch verwirrt. Es gibt Threads, es gibt Blue Sky, es gibt Twitter, Mastodon. X, es gibt Mastodon, es gibt keine Ahnung. Und gerade ist es, also ist gerade so ein Wust und irgendwie. Ich gehe zurück zu Clubhouse. Na, niemand. Das heißt zurück, war da noch nie. Aber das ist es. Du durftest nicht. Ich durfte nicht. Ich habe ja keinen. Du hast nicht das richtige Gerät. Ja. Da müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, auch da müssen wir mal schauen, wie sie sich so gestaltet in den nächsten Jahren. Vielleicht werden wir auch irgendwann sagen, ey, TikTok ist einfach nicht mehr oder WhatsApp-Kanal ist halt einfach nicht mehr. Wir reduzieren vielleicht auch einfach die Kanäle. Wir müssen ja auch nicht auf jeden raufspringen, sondern wir können auch mal ein bisschen zurückfahren und uns wirklich auf das konzentrieren, was wir machen, nämlich diesen Podcast, die Videos, die Inhalte und nicht irgendwie auf 1000 Kanälen Ankündigungen raushauen. Das muss ja auch nicht sein. Also auch da sind wir so ein bisschen aware und gucken mal, was sinnvoll ist. Deswegen WhatsApp-Kanal, guck da gerne rein. Es kann irgendwann mal sein, dass wir sagen, ey, das braucht jetzt hier auch irgendwie niemand. Dann lassen wir es wieder sein. Genau, sind Dinge, die wir ausprobieren. Genau, wir wollen erstmal alles probieren und dann mal gucken, was davon am Ende überlebt. So. Yes. Ja, also wir haben ein pickepackevolles Programm. Wir haben uns auch über viele Gäste unterhalten, die im Podcast mal erscheinen könnten, weil wir ja gemerkt haben, dass euch vor allem diese Folgen irgendwie auch was geben. Ne? Uns ja auch am meisten. Das ist ja natürlich, aber das haben wir auch schon tausendmal erzählt hier, immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Mhm. Wir wollen jetzt mal so grob anpeilen, dass wir so einmal im Quartal so einen besonderen Gast einfach bei uns haben. Ich glaube, das ist wirklich, es ist nicht viel im Jahr, aber es ist schon mehr als vorher. Es ist mehr als vorher, 100% mehr als vorher. Ja, das ist korrekt. Und ist erstmal nicht zu. Es sind keine zu krassen Versprechen. Am Ende sagt man ja, wir wollen es jeden Monat schaffen. Ja. Genau, und dann passiert es nicht und ist auch Quatsch. Also das haben wir uns mal als Ziel gesetzt, so vier Gespräche im Jahr mit, sagen wir mal, bekannteren Persönlichkeiten. Und ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin. Und da haben wir schon viele Ideen, viele coole Sachen und dann schauen wir mal, was davon klappt. Da sind wir auch von anderen Personen abhängig, deswegen kann man da jetzt, glaube ich, noch nicht drüber reden. Das war aber auch irgendwie lustig, wo wir gerade, ne, da kann ich auch nochmal Einblick geben, wir darüber nachgedacht haben, wann machen wir denn diesen Jahresrückblick oder diesen Saisonrückblick? Oder machen wir, ne? Und dann ist denn der letzte Spieltag? Ah, ja. Also, dann musste man ernsthaft überlegen, wann ist denn Relegation und wann ist Pokalfinale? Da musste man schon mal, muss man eventuell nochmal planen. Zumal, wie gesagt, wir haben festgestellt, es ist erst das Hinspiel der Relegation, zwei Tage später der Pokal und dann nochmal zwei Tage später das Rückspiel. Ich glaube nicht, dass es so stattfinden würde, wenn es so wäre. Ja. Aber es gibt noch Eventualitäten zu klären, rein sportlicher Natur. Ja. So ist es. Also lieber der direkte Aufstieg, meinst du? Ich denke auch. Ja, doch. Aber wäre auch irgendwie lustig, als Zweitligist europäisch zu spielen. Irgendwie auch, ne? Ja. Nee, gut. Aber dann halten wir es hier nicht länger, als es ist. Also ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses Jahr. Es war, ich war gar nicht so oft präsent hier für euch. Viel präsent im Hintergrund. Freue mich
hoffentlich, das ist auch ein Ziel, glaube ich, für mich, fürs nächste Jahr vielleicht wieder ein bisschen regelmäßiger auch im Podcast partizipieren zu können, weil es mir dann doch echt viel Spaß macht und auch mit euch da draußen viel Spaß macht. Und ja, aber vielen, vielen Dank für 2023. War ein cooles Hertha BSC-Jahr. Mm. Ich glaube, es war ein gutes Jahr auch für Hertha BSC. Also so allein von der Stimmung her. In der Endabrechnung, ja. In der, ja, einfach was so entstanden ist, war es einfach gut. Also hab so, ich gehe da mit einem positiven Gefühl raus. Ich glaube, es geht vielen so, dass viele jetzt lieber mit Hertha-Merch rumlaufen als noch in 22 oder in 21. Also das kann man einfach, glaube ich, sagen. Ja, ist auch inhaltlich für uns im Podcast einfach klar, wie gesagt, es ist ja auch eine inhaltliche Herausforderung, manchmal diese Krisen dann einzuordnen und so. Daraus zieht man ja irgendwie auch was, wenn man sich denkt, ja doch, das haben wir jetzt gut umrissen und Aber von Krise zu Krise sich zu hangeln, auch rein vom Podcast-Inhalt her, hat dann auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, sich von schlechtem Spiel zu hangeln. Ja. Jetzt ist da deutlich mehr Farbe drin. Ja. Grau kommt auch noch vor. ja, das ist halt rein inhaltlich auch mal was Neues und schön und ja. Nee, geht mir genauso. Genau, na dann sagen wir vielen Dank für 2023. Wir freuen uns auf 2024. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest, habt schöne Geschenke bekommen, viel Hertha-related vielleicht. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr irgendwas im Hertha-Bezug, Hertha-Bezug geschenkt bekommen. Ich muss daher sagen, ich habe ja auf Social Media mitbekommen, es gab viele, viele Enttäuschungen, weil quasi nichts rechtzeitig zu Weihnachten ankam, weil der Hertha-Shop auch völlig überlastet ist und die Zusteller. Die Zusteller sowieso, schwarzer Beton-Trikots teilweise nicht kamen. Und das ist alles ein bisschen hakelig, aber sie werden schon noch kommen. Ey, das ging mir aber auch bei 2, 3 Geschenken so. Das war nichts mit Hertha und ich habe mich sehr rechtzeitig darum gekümmert. Das kam auch irgendein Geschenk ist bei mir jetzt auch irgendwo in der Weltgeschichte, weil es nicht mehr rechtzeitig ankam, nachdem ich halt schon nach Berlin gefahren bin. Und jetzt weiß ich auch nicht, wo das jetzt ist und das wird lustig. Ja, bei einem Geschenk von meinem Bruder habe ich die falsche Hausnummer angegeben. Nein. Ich habe letztens Sommer in die Bestellung geguckt und dachte, hä? Ja, aber bist du dann dahin und warst da? Oder? Ich weiß nicht, wo es ist. Es wird spannend. Es wird spannend. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob das noch ankommt. Aber ja, alles ein bisschen bitter. Vielleicht sollte man weniger online bestellen. Wäre eine Maßnahme. Wenn man es im Laden kauft, dann hat man es gleich meistens. Gut. Chips und Cola. Da darf ich nichts mehr sagen. Wir hören uns nächstes Jahr wieder und wünschen euch einen schönen Start ins neue Jahr. Yes. Macht nicht zu dolle, passt auf, dass ihr euch nicht irgendwas wegsprengt. Und dann sehen wir uns alle frisch, gesund und munter wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann. Kann eigentlich nicht hinzufügen. Hau he. Und bleibt einfach dabei und ich freue mich. Hau he. Mal schauen, was wird. Mal schauen, was wird. Ciao.